Wunderschönen Montag euch allen. Willkommen zurück bei Town of Salem Ranked. Es geht weiter und wieder als Mafioso. Letzte Runde als Mafia lief gut. Da hat uns der Veteran geholfen, weil er meinte, er müsste einen Transporter hochwählen. Der hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir haben hier Cat und Banana Man als Godfather bzw. Disguiser. Und er ist auch gleich mal richtig aktiv hier im Chat mit einem kleinen Smiley. Naja, wollen wir mal schauen. Wir claimen natürlich im Notfall wie immer Vigilante, ja. Ändert sich ja. Ups, da kam ich auf Caps Lock. Vigilante. Wir müssen töten, sonst ist unser Godfather in Gefahr. Und wir werden auf Tiffa Lockhart gehen. So. Night One. Ordered a gun. Und natürlich unser allseits beliebtes. Alles Noobs außer Mutti. So. Bei mir ist gerade Montag, der 3. August. Also ich nehme wieder im Voraus auf. War ja schon öfters erwähnt. Mit der August etwas vollgepacktes, mehr oder weniger. Und etwa immun. Tiefer ist immun. Tiefer ist immun. Gab es einen SK-Kill? Innos. Ja, das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich eine SK gefunden. Ich hoffe, dass der. Verdammt! Wieso stirbt der Vigilante so früh? Dann werden wir im Notfall auf Veteran claimen. Veteran. Random Town. Müssen wir natürlich hinten dran machen. No risk. No fun. Perfekt. Kann Meta claimt gleich mal hier ein bisschen am Rumblabern, dass er gewoblockt wurde. AFK. Someone was healed. Or immune. Or no idea. So ein bisschen labern. Nicht, dass es vielleicht, öh, du bist nicht da, du musst böse sein. Interessant übrigens, ich habe gerade noch ein paar Tweets von Blank Media Games durchgelesen, dass sie gegen diese Taktik, die viele gerne machen, schreibt mal bitte eure Attribute oder Abilities rein. Das finden viele als Cheaten, ist es natürlich nicht. Ich finde, es ist eine Schwachsinnsmethode, weil eben Wikipedia geöffnet werden kann. Aber Blank Media Games möchte arrangieren, dass man das innerhalb des Spiels aussuchen kann oder rausfinden kann. Das heißt, dass du da wohl irgendwie reingucken kannst. Mal schauen, wie die das umsetzen. Das Problem ist, wir müssen Tifa eigentlich schon outen als SK. So. Tifa is immune. Could be SK. So, gehen wir mal auf Sassy Pants. Already did. Do you think? Should I erase it? Noch kann ich's löschen. Nein! Eva stand da noch, verdammt. Ich hoffe, es ist noch rechtzeitig weggegangen. Sassy Pants und Starbucks sind tot. Beide mit dem neuen Skin. Beide nebeneinander. Sieht gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt, hier parallel. Sehr lustig. Wo sind wir eigentlich? Wir müssten einen Standard-Skin haben, ja. Survivor tot. Das heißt, der Amnesia-Claim wird schwierig. Wir schreiben natürlich hier immer noch hin. Still wanna have fun. Ärgerlich. Ich hoffe, sie hat es nicht geclaimed und ich hoffe, dass die Death Note nicht durchkam. Nee, kam nicht. Okay. Hast du geclaimed, dass du Survivor bist? Ich habe nicht drauf aufgepasst, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt? Nein, hat sie nicht. Dann konnte ich nichts dafür. Oh! Ein Spy ist down. Gut für uns. Sehr gut für uns. Mehr oder weniger. Zum einen, wir können jetzt ein bisschen was labern.
Okay. Could be a frame from Mafia. Or she is SK. Oh, Exe. So ein bisschen die Möglichkeiten offen halten. Ja. Wir warten mal. Natürlich hat auch Banana Man da recht gehabt. Bisschen früh, wir brauchen die Kills vom SK, weil sonst wird's so unschwierig. Melody soll Target sein. Like Claire Exe will stop us getting you. Und da ist eine Hexe, sagt Cat. Hat Cat das vorher gesagt oder ist jemand anderen kontrolliert worden? Ne, Vengabus hat geclaimt, sie wurde kontrolliert. Oder er, der Dexter hier. Bisschen doof gelaufen für uns. Ja, versucht natürlich hier rumzudrehen, dass viele Bösewichte claimen ja, dass sie verwitcht worden sind. Habe ich zumindest bisher gesehen. Could be Exe turned Jester or SK. No idea. Wenn sie Exe wäre, wäre das einigermaßen gut für uns, würde ich sagen. Aber sieht halt wirklich nach SK aus. So, im Hintergrund wieder Nachbarn kommen an. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr. Ja. Wir werden es sehen. Warst du Executioner? Oh. Wow. Außer natürlich Vengabus ist am Lügen. Und Melody ist natürlich damit sehr wahrscheinlich confirmed town. Ich würde jetzt nicht auf sie gehen. Weil das wäre gefährlich. Ich denke mal, dass sie beschützt wird. Carbon Nether. Hast du vor? No, could be lookout. Ja, es ist schwierig. Wir möchten natürlich die Witch nicht töten. Wir brauchen ja die Hilfe. Das stimmt. Naja, wir werden mal gucken, was passiert. Wir haben auf jeden Fall jemanden getötet. War nicht immun. Gut wäre natürlich der Jailer. Drei Tote. Keiner davon gehört zu uns, das ist sehr schön. Also könnte ein Jailer aktiv gewesen sein. Müssen wir mal gucken. Drei Mafia-Leben gegen fünf andere. Transporter? Okay. Damit ist ein Town Support raus. Keine Death Note, ja. Alles klar. Transporter down. Es gibt auch bisher keinen Rätsel, wenn ich das richtig sehe. Zumindest wurde keiner wiederbelebt. Der Bodyguard war da und hat genau auf die Person geachtet, die gewitcht, geclaimt hat. Und sie war natürlich SK. Nee, Cat beschützt. Wow. Wirklich? Nach drei Cat beschützt? Perfekt. Good job, Dylan. Aber der Geclaimte mit der Hexe hat gesagt, SK hier. Witch found me. Die Frage ist, ob es wirklich ist. Das wäre nämlich die Annie-Rolle. Schön gemacht hier von Dylan. Damit haben wir die Hexe noch da. If there is a witch, only three muffs. That's the good thing. The bad thing is, there is a witch then. Wir können immer noch die Random Town Rolle claimen, finde ich gut. Gerade wenn wir gejailt werden, ich glaube nicht, dass der Jailer hier einen der Veteranen claim tötet, weil es eben möglich ist durch die Random Town. Deswegen finde ich das ganz okay. Wir wissen halt nicht, was Cat geclaimt hat. Mehr gibt's anscheinend nicht. Wir wissen noch nicht, was die andere investigative Rolle ist. Da hat Todd Biscuits recht.
Ja, im Prinzip wären Informationen ganz gut. Wir müssten rausfinden, wer der Jailer ist. Sobald wir ihn los sind, können wir sagen, Witch, oute dich, und wir wählen einen nach den anderen hoch und töten eben auch nicht. Problem ist halt, die Witch sollte auch uns nicht verwenden. Im Notfall tötet sie einen von uns. Ist auch schon oftmals passiert. Ich weiß nicht, ob das eine Aufnahme war oder random Geschichten. Wir werden hier sagen, dass wir Alert hätten. Alert. Für den Fall müssen wir vorbereitet sein. Ideas about Jailer. Den Jailer töten, alles wäre gut. Ich würde fast sagen, dass Hot Biscuits hier auch relativ aktiv im Chat ist. Denn er könnte die Witch sein, versucht es genauso wie ich, durch häufiges Reden in diesem Fall. Auch dieses, oh, so viele Mafia. True. Tough call. Der Jailer scheint auch niemanden zu beschützen. Oh, ich hätte nicht dieses as soon as possible genutzt. Nee, das war. Doch, das war gar nicht so schlecht. Bucket ist tot. So, jetzt haben wir hier drei Böse. Auf jeden Fall. Eventuell vier. Dann könnten wir den Jailer vielleicht hängen. Solange die Hexe, wenn sie sich outet, eben nicht getötet wird. Escort. Ist auch okay, damit ist die zweite Town Support weg. Wir könnten Invest claimen. Müssen wir gucken, ob hier der. Hot Biscuits. Hot Biscuits ist der Jailer. Cool. Die Escort hat hier gerade wirklich Ding gerettet. Hot Biscuits soll Ding sein. Lynch 5. Boah, also wenn jetzt hier wirklich die Escort gerade wirklich gerettet hat, wäre das krass. Hätten wir richtig Glück gehabt in dem Fall. Oder die Witch hat Glück gehabt, wir weniger. Uns wäre es egal gewesen. Also Hot Biscuits, alles klar, wählen wir Hot Biscuits. Ist ja easy. Cool wäre auch, wenn er jetzt Mayor wäre. Mayor, zu spät. Aber hier hat auch einer gesagt, Esteban soll die Witch sein. Aber Khalid hier. Naja, aber der letzte, die Escort hat ja gesagt, Nacht 4, Nummer 5, und das ist jetzt, deswegen bin ich hier natürlich schuldig. Und dann war das ein relativ easy Sieg für uns, muss man sagen. Wir dürfen jetzt nur Esteban nicht töten. Alles klar. Witch, don't control anyone. We won't kill you for sure. Weil wenn sie jetzt herum experimentiert, können sie uns noch das Leben schwer machen. Müssen wir mal gucken, was noch lebt. Es lebt noch ein Protective. Nein, der ist tot. Cat claims Town Investigator, Town Support. Jetzt sind noch einen nach den anderen töten. Sehr schön. Easy. Easy going. Damit gehen wir jetzt auf Clyde oder Melody. Collide oder Melody, auf wen gehen wir? Gehen wir auf Collide? Kill Melody, alles klar. Du kannst dich auch noch disguisen, wenn du möchtest. Okay. Können wir schon mal sagen, GG hier. Gutes Game, war relativ einfach für uns, muss man sagen. Lief gut. Gerade weil wir den Executioner gelyncht haben, nicht den SK, er sogar noch den Bodyguard ausgeschaltet hat, weil er den Protected Cat attackiert hat. Und jetzt war's das dann. Mal gucken, was hier noch steht. Melody wird eventuell Town Investigative gewesen sein. Oder das Random Town. Werden wir gleich sehen. Und dann läuft gut hier, der Anfang. Kann gern so weitergehen. So eine zweite perfekte Woche etwas. Oh, Medium. Damit ist das Random Town gewesen.
Das heißt, Collide ist investigative Rolle. Schön, schön. Ja, was gibt's sonst Neues? Ich muss ganz kurz überlegen. Diese Folge kommt am 17. raus. Nicht schlecht. Es wird auf jeden Fall ein neues Projekt geben, das kann ich sagen. Ich habe nämlich schon nach einem Spiel Ausschau gehalten, oder ich habe mal geguckt im Steam Sale, was denn so alles, also nicht im Steam Summer Sale oder so, einfach nur im Shop nachgeguckt, was denn alles Mögliche kommen wird in der nächsten Zeit, im Laufe des Augustes. Ich habe ein Spiel gefunden, das wird im Stile des Film Noir sein, also wieder im Schwarz-Weiß. Kriminalgeschichte und so. Ich habe nochmal angefragt bei den Publishern, die haben auch gesagt, ja, wir wären sehr glücklich, wenn du das sogar spielen würdest. Von daher sehr cool. Sie haben ja auch zugesichert, dass sie mir sogar einen Steam-Key schicken werden. Das finde ich richtig grandios. Vielen Dank schon mal im Voraus. Wird allerdings in der ersten Folge dann nochmal erwähnt werden, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Mal gucken, wann genau es kommt. Ich habe noch ein zweites Projekt im Auge. Das ist eher was Lustiges oder kompliziert Lustiges. Ich fand, es sah sehr lustig aus im Workshop. Mal gucken. Das müsste sogar Anfang August rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Ich kann gerade nebenbei sogar schauen, weil hier passiert ja eh nichts. Ja. Wann kommst du raus? Ich hoffe, dass der Sound nicht losgeht. Nein. Nee, das heißt, nur im August kommt es raus. Also es wird auf jeden Fall Info dazu geben. Oder ihr seht es ja dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, wie easy wir hier durchkamen. Richtig gut. Gefällt mir. Und hoffentlich seid ihr auch morgen dabei, wenn es weitergeht. Bei Town of Salem Ranked. Hoffentlich mit einer Townrolle und hoffentlich erfolgreich. Es war mir noch ganz kurz, bis Collide angezündet wurde. Pech. Ja. Herr Bodyguard hat da gerettet den O-Invest. Siehste mal. Das hast du rausgefunden, nicht viel, hä? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!